Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson, we learned how to make sentences with indem and so das. In this lesson, we'll be learning how to make Finalsätze, that means Sätze mit, um zu and damit. We will also learn what's the difference between both of them. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So fangen wir an. Lektion 14. Finalsätze. Erstmal lernen wir, was sind Finalsätze? Finalsätze sind Adverbialsätze. Sie zeigen eine Absicht, einen Zweck oder ein Ziel. Finalsätze sind Nebensätze, die man mit damit oder umso formuliert. Diese Sätze beantworten die Fragen wozu oder zu welchem Zweck. Hier erstmal ein paar Beispiele. Ich trage eine Brille, damit ich besser sehen kann. So hier die Absicht ist ganz klar, warum ich eine Brille trage. Oder besser gesagt, wozu ich eine Brille trage. Und hier ist der nächste Satz. Ich schreibe alles auf, um es nicht zu vergessen. Als erstes schauen wir uns an, wie man Nebensätze oder Finalsätze mit damit formuliert. Hier ist das erste Beispiel. Er spricht Englisch, die Touristen verstehen ihn. Wir bringen die zwei Sätze zusammen. Er spricht Englisch, damit die Touristen ihn verstehen. Er will natürlich mit seinem Englisch ein Ziel erreichen. Wozu spricht er Englisch? Er spricht Englisch, damit die Touristen ihn verstehen. Wir analysieren jetzt diesen Satz. Er spricht Englisch, damit die Touristen ihn verstehen. Er spricht Englisch ist der Hauptsatz, damit die Touristen ihn verstehen, ist der Nebensatz. Die Konjunktion damit steht zwischen beiden Sätzen. In dem Nebensatz steht das Verb am Ende und es steht ein Komma zwischen Hauptsatz und Nebensatz. Die Formulierung ist ähnlich zu den Formulierungen mit weil, da, in dem etc. The construction of sentences with damit is the same as for other conjunctions, such as weil, da, in dem, etc. There is a Hauptsatz and a Nebensatz. In dem Nebensatz, the verb will be placed at the end. Man kann auch mit dem Nebensatz anfangen. Damit die Touristen ihn verstehen, spricht er Englisch. Hier steht der Hauptsatz nach dem Nebensatz. Man beginnt mit der Konjunktion, das heißt, damit steht am Anfang. Der Hauptsatz beginnt mit dem Verb und zwischen beiden Sätzen steht ein Komma. Nebensätze enden immer mit dem konjugierten Verb. Hier ist ein weiteres Beispiel. Ich habe ihn angerufen, damit er mich morgen besucht. Damit er mich morgen besucht, habe ich ihn angerufen. Die Frage in diesem Fall wäre, wozu hast du ihn angerufen? So the sentences with damit show you a purpose or an intention, as you can see in this case. Jetzt schauen wir uns an, wie man Infinitivsätze oder Finalsätze oder Nebensätze mit um zu formuliert. Und hier ist ein Beispiel. Ich lerne fleißig, ich bekomme gute Punkte. Wir bringen die zwei Sätze zusammen und man sagt, ich lerne fleißig, um gute Punkte zu bekommen. Die Frage in diesem Fall ist auch, wozu lernst du fleißig? Ich lerne fleißig, um gute Punkte zu bekommen. Man hat hier ein Ziel oder eine Absicht,
warum man fleißig lernt oder wozu man fleißig lernt. Hier ist noch ein Beispiel. Ich besuche oft meine Großeltern, ich helfe ihnen. So, der erste Tipp. Wann bildet man Sätze mit um zu? Wenn das Subjekt in beiden Sätzen gleich ist, dann sagt man, ich besuche oft meine Großeltern, um ihnen zu helfen. Ich besuche oft meine Großeltern ist der Hauptsatz, um ihnen zu helfen ist der Nebensatz. Zwischen beiden Sätzen steht ein Komma. Weil das Subjekt in beiden Sätzen gleich ist, verschwindet er in dem Nebensatz. Das Verb steht am Ende, aber im Infinitiv. Der Nebensatz beginnt mit um und zu steht vor dem Verb im Infinitiv. So with um zu also, you make subordinate clauses. After the comma, the Nebensatz will begin with um, whereas zu will be placed before the verb im Infinitiv, at the end. Since the subject in both the cases is the same, you don't need to repeat it. Hier ist noch ein Beispiel. Ich gehe zum Arzt, um mich untersuchen zu lassen. Hier auch, Subjekt in beiden Sätzen ist gleich. Ich. Diesen Satz kann man auch mit dem Nebensatz beginnen. Um mich untersuchen zu lassen, gehe ich zum Arzt. Nicht vergessen, in diesem Fall beginnt der Hauptsatz mit dem Verb. Was passiert, wenn man in dem zweiten Satz zwei Verben hat? Zum Beispiel hier. Wir fahren in Urlaub, wir können uns erholen. While making a sentence with um zu, you have to remember that only the verb in the second position will go at the end. In this case, zu will be placed between both the verbs. Wir fahren in Urlaub, um uns erholen zu können. But this rule changes when the Modalverb in the second position is either wollen, möchten oder sollen. Let's look at an example. Wir fahren in Urlaub, wir wollen uns erholen. Wir fahren in Urlaub, um uns zu erholen. In Finalsätzen werden die Modalverben wollen, möchten und sollen nicht benutzt. Und hier ist jetzt ein Beispiel, wo wir ein trennbares Verb haben. Ich schreibe dir, ich möchte mit dir wieder Kontakt aufnehmen. So, wenn wir einen Finalsatz formulieren, ich schreibe dir, um mit dir wieder Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall steht zu zwischen Präfix und dem Verb. Hier ist jetzt ein Beispiel, wo wir das Verb in Perfekt haben, das heißt ein Hilfsverb und Partizip 2 steht am Ende. Wir sind nach Paris gefahren, wir haben den Eiffelturm gesehen. Und so sieht der Finalsatz aus. Wir sind nach Paris gefahren, um den Eiffelturm gesehen zu haben. Hier steht zu zwischen Partizip 2 und Hilfsverb. Das Hilfsverb steht am Ende im Infinitiv. Jetzt ist die Frage, wann benutzt man damit und wann benutzt man um zu? Man kann an sich alle Finalsätze mit damit formulieren. Hier ein Beispiel. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich spreche fließend Deutsch. Ich lerne jeden Tag Deutsch, damit ich fließend Deutsch spreche. In beiden Sätzen, das Subjekt ist gleich. So, ich kann auch einen Satz mit um zu formulieren. Ich lerne jeden Tag Deutsch, um fließend Deutsch zu sprechen. Aber wenn das Subjekt nicht gleich ist, zum Beispiel, ich arbeite fleißig, meine Hausaufgaben sind immer fertig. In diesem Fall kann man nur den Satz mit damit formulieren. Ich arbeite fleißig, damit meine Hausaufgaben immer fertig sind.
Ein Satz mit um zu ist nicht möglich. So, sentences with um zu are only possible when the subject in the Hauptsatz and the subject in the Nebensatz are the same. Sentences with damit are always possible. If you want to practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!